Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Monumentbox von Gotje Front. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Monument von Gotje Front, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. So sieht das aus. Wir haben hier eine Box im Hochformat gestaltet. Das Ganze hier in Braun und Grün designt. Hier oben lesen wir den Titel der Band, den Bandnamen Gotje Front. Also auch wenn man das hier mit O-I-T-Z schreibt, aber es wird anders ausgesprochen. Also es wird wirklich Gotje Front ausgesprochen, ohne O-I. Also das I kann man mehr oder weniger weglassen oder wegschlucken. Dann haben wir unten den Albumtitel Monument. Wobei man sagen muss, dass sich hier auch noch ein zweites Wort in dem Wort Monument verbirgt. Und zwar das N und das U sind auch so ein bisschen in so eckigen Klammern. Also Moment steckt natürlich hier auch drin, aber der Albumtitel in diesem Fall Monument. Dann haben wir hier unten einen Berg, genauso wie hier in der Mitte. Und das Ganze ist dann hier noch mit Flügeln und Sternen versehen. Gut, auf der Seite sieht das Ganze so aus. Hier lesen wir dann wieder den Namen der Band plus den Albumtitel. Und auf der Rückseite lesen wir dann: Das Monument Boxset enthält 2 CD, Digipack, Autogrammkarte, Bierdeckel, Wimpel und Trabi Modell 1 zu 60. Dann haben wir die Credits und einen Barcode. So, hier lesen wir noch DOR 001 Box, also DOR, das ist das Label der Herrschaften, der Osten rockt. Dafür steht DOR. Und es ist scheinbar die erste Box, die über dieses Label veröffentlicht wird. Deswegen haben wir hier die Katalognummer 001. Okay, alles klar. Dann schauen wir mal in die Box hinein. Wir haben hier einmal einen Bierdeckel. Dann haben wir hier das Album. Das Automodell. Einen Wimpel. Und eine Autogrammkarte. Von Indiebox. Glattweiß, packen wir mal zur Seite. So, und nachdem hier der Wimpel noch in Folie ist, werden wir diesen hier mal gleich rausschneiden. So. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Hier lesen wir wieder den Bandnamen plus den Albumtitel. Ist vom Design her gehalten, so wie auch schon das Boxcover. Das Ganze kommt in einem Digipack. Hier lesen wir wieder das Gleiche. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 15 Tracks sind auf der Album-CD drauf. Und dann haben wir noch eine Bonus-CD mit 5 weiteren Tracks. Und das hier, wie wir lesen können, sind Coverversionen. Also wir haben hier 5 bekannte Tracks, die allerdings eben von Gotje Front neu gespielt wurden. Unter anderem hier eben Cover von Die Prinzen oder auch Nina Hagen. Unter anderem. Dann haben wir die Credits und wieder den Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir wie immer zum Booklet. Es ist übrigens das dritte Album der Band. So, wir haben hier ein sehr textlastiges Booklet und das gefällt mir ganz gut, denn wir haben hier wirklich die Lyrics komplett abgedruckt. Bedeutet hier wirklich jeder Track, jeder Titel hier Wort für Wort abgetippt. Sehr schön. Hier kann man dann die Lyrics nachlesen oder auch natürlich mitsingen. Also, die 15 Songs hier mit drauf. Dann haben wir hier wieder einen Berg. Und zum Abschluss gibt es dann sogar auch noch die Lyrics der Coverversionen. Okay, sehr schön. Also alle 5 Coverversionen hier auch mit drauf. Zum Abschluss gibt es dann noch die Credits zum Album und natürlich die 4 Herrschaften, die diese Band bilden. Also Pascal, Tom, Christian und Maximilian. Dann haben wir noch 2 Äxte, die hier überkreuzt sind, und dann lesen wir noch Established
2009, wenn ich das richtig lese. Jawohl, also das Gründungsjahr der Band. Dann packen wir das Booklet hier wieder rein in diese kleine Stecktasche. Hier haben wir dann auch wieder diese zwei Äxte mit dem Wappen. Und dann kommen wir zu den CDs. CD Nummer 1, die beinhaltet, wie gesagt, wenn wir sie rausbekommen, gar nicht so einfach. Die beinhaltet, wie gesagt, das Album. Also das ist die Album-CD. Hier in schwarz und weiß designt. Auf der Rückseite kommt wieder dieses Bergmassiv zum Vorschein. Und dann haben wir CD Nummer 2. Das sind eben die Coverversionen, also diese 5 Bonustracks. So sieht die CD aus. Und hier Hintergrund grün. So, das war's zum Album, zu diesem Digipack. Dann haben wir mit dabei einen Bierdeckel. Hier lesen wir einmal in der Mitte den Namen der Band. Hier oben dann noch die Axt aus der Provinz. Ich habe noch lange nicht genug und das kann es noch nicht gewesen sein. Okay, also passend zum Thema Trinken. Auf beiden Seiten ist der ident bedruckt. Also falls einem die Motivation beim Trinken abhanden kommt, dann kann man sich hier in Erinnerung rufen, ich habe noch lange nicht genug und das kann es noch nicht gewesen sein. Sehr schön. Ein sehr unüblicher Boxinhalt, also habe ich so echt selten noch gesehen. Und zwar haben wir hier einen Wimpel mit dabei. Kenne ich eher dann so von Ländern bzw. von Fußballvereinen, aber in diesem Fall haben wir dann auch mal einen Wimpel einer Band. Hier haben wir das Design wie auch schon von der Box. Also hier oben lesen wir wieder Gotsche Front Monument. Dann hier wieder mit diesem Dreieck, mit diesem Berg. Auf der Rückseite ident. Also das ist wirklich beidseitig gleich gestaltet. Und dann haben wir rundherum noch so ein schwarzbraun gestaltetes, ja, wie nennt man das? Band, das hier komplett um die Kanten genäht wurde und dann kann man diesen Wimpel hier mit Hilfe dieses Bandes aufhängen. Ja, an den Autospiegel, wobei es wahrscheinlich etwas groß fürs Auto, wahrscheinlich eher dann für die eigenen vier Wände, je nachdem. Oder vielleicht man hat einen LKW, wenn man Lastwagenfahrer ist, dann macht sich das vielleicht gut vorne. Dann haben wir eine Autogrammkarte mit dabei. Hier lesen wir wieder die Axt aus der Provinz. Dann haben wir hier die vier Herrschaften und alle vier haben hier mit silbernem Stift unterschrieben. Also, wie gesagt, die vier Mitglieder der Band, Pascal, Tom, Christian und Maximilian, alle haben hier Zeit und Platz gefunden zu unterschreiben. Sehr schön. Auf der Rückseite ist das Ganze hier so gestaltet wie eine Postkarte. Also, hier im Querformat die Fotos oder das Foto und die Unterschriften. Und auf der Rückseite dann eben postkartenmäßig gestaltet, bedeutet, ihr könnt hier eine Briefmarke draufkleben und natürlich auch einen Empfänger draufschreiben und etwas Nettes verschicken. Würde ich aber ehrlich gesagt nicht machen. Ich werde diese auf jeden Fall behalten. Und als letzten Boxinhalt haben wir in meinen Augen ein absolutes Highlight und auch eine Premiere. Und zwar haben wir hier ein Automodell. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch niemals in einer Deluxe-Box ein Auto, ein Modell vorgefunden. Wir lesen hier Nex Models, die Cast Metal Scale Model. Okay, Valley Trabant Series. Ja, was auch sonst. Also die Band kommt ja bekannterweise aus dem Osten, aus Sachsen-Anhalt, genauer gesagt aus Bitterfeld. Und was wäre da passender als Auto zu wählen als diesen hier, einen Trabi, und der ist sogar hier vorne noch gebrandet. Also ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, oh ja, man kann es erahnen. Wir haben hier vorne auf der Motorhaube nochmal das Logo der Band. Also das ist echt mit Liebe zum Detail gemacht worden. Hier haben wir noch die Infos zu diesem Stück plus einen Barcode und dann lesen wir hier noch Made in China. Grüße gehen raus, eventuell. Da ist die Frage, ob das hier zu... Nein, ist gar nicht zugeklebt, okay. Dann werde ich euch den mal kurz noch so zeigen, damit man ihn auch wirklich vernünftig sehen kann. Okay, also es geht wirklich raus wie so ein Podest hier mit dem Auto.
So sieht er aus. Also hier vorne dann nochmal die Motorhaube im Detail zu sehen. Das bekannteste Auto aus der DDR, ein Trabi. So, dann packen wir ihn mal wieder zurück. Boah, ist wahrscheinlich falsch rum, nachdem hier das Sichtfenster ist, packen wir den am besten so wieder rein. Jawohl. Gut. Und wie wir hier auch sehen können, ist dieser im Maßstab 1:60. Sehr schöne Idee, das gefällt mir richtig gut. So, und das war der letzte Boxinhalt. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Trabi hier, dieses Modellauto. Dann haben wir die Autogrammkarte von allen vier Bandmitgliedern unterschrieben im Querformat. Dann den Wimpel beidseitig bedruckt. Ebenso beidseitig bedruckt hier dieser Bierdeckel. Und dann haben wir natürlich noch das Album im Digipack mit 15 Tracks plus 5 Coverversionen auf der Bonus-CD auf CD Nummer 2. Und somit kommen wir dann auf insgesamt 20 Lieder. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Monument von Gotje Front. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Gotje Front unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.